Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Highlight. Und es geht heute um die Version Coltan. Ja, ihr habt ja gesehen gerade, wer die liebe Version erstellt hat. Und schauen wir uns einfach mal kurz das Intro an, denn ich glaube, er hat einige kleine, aber feine Details geändert. Ihr seht ja zum Beispiel hier schon den neuen Hero von Coltan. Und ja, natürlich ist das Intro, wie auch in der Smaragd, dass Flamly hinfällt. Au! Halt, warte! Keine Sorge, ihr verpasst keine Sekunde davon von Pomon Coltan Edition. Drücke Start! 2013? Okay, dieses kleine technische Detail übersehen wir jetzt einfach. Wir starten natürlich ein neues Spiel und legen sofort los! Na dann, auf geht's! Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich heiße Kastan. Aber jeder nennt mich nur einfach Professor Pokémon. Dies ist ein sogenanntes Pokémon. Ein Evoli. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen als Freunde oder als Arbeitskollegen. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen andere von uns aus. So, lassen wir den lieben Professor weiterreden, denn es gibt einiges zu sagen. In Coltan wurde nämlich einiges modifiziert. Zum Beispiel, ihr kennt ja das letzte Let's Glitch Video, was ich gemacht habe. Also, er hat zum Beispiel diesen Granana-Bären-Glitch in diesem Spiel behoben. Ist nicht so selbstverständlich, denn das Spiel basiert nämlich auf der Smaragd-Version. Mein Name ist wie auch in Pokémon X aktuell. Huch. Achso, ja, ich muss ja Select drücken hier. Machen wir genau denselben Namen wie in Pokémon X, meine Damen und Herren. Dann bleibt es auch mal einheitlich. Ich will mich ja hier nicht permanent Pokémon TV nennen. So. Okay, jetzt habe ich es. Ich wohne in Neuweidendorf. Das ist die erste Stadt von Coltan. Oder, naja, nennen wir sie nicht Stadt, sondern Dörfchen. Ja, ihr seht die erste Neuerung. Wähle eine Schwierigkeitsstufe. Leicht, dann sagt ihr ja, ich habe nichts drauf. Schwer, dann denke ich, oh mein Gott, Hilfe. Bleiben wir mal bei Mittel. So, und es gibt gleich mal News. Huch. Nach dem Öltanker-Unglück von der Südwestküste der Kyoto-Region hat der Vorstandsvorsitzende des Energiekonzerns ACME, Herr Liebrecht, nun seinen Rücktritt angekündigt. Ein Sprecher kündigte für demnächst eine Pressekonferenz im Firmensitz in Wattstand an. Während sich der Geschäftsvorstand nun neu konsultiert, versuchen die Küstenwache und freiwillige Hilfskräfte weiterhin vom Öl bedrohte Pokémon zu retten. Soweit die Nachrichten, Ihre Nadine Neuss. Und so geht's los mit einem kleinen Nachrichten. Und ja, wir waren vor unserem kleinen, aber feinen Zimmer auf, mit dem Nintendo GameCube. Und gucken wir mal unseren heißen PC an. Da ist ja auch schon ein Drang drin, den nehmen wir uns natürlich mit. Briefbox, hier haben keine Briefe. Wer braucht schon Briefe? Turbo-Treter können wir auch wie in Pokémon X direkt benutzen. Und ja, ihr seht die Fenster. Es ist aktuell dunkel draußen und schon sind auch die Fenster dunkel. Oh, wir haben außerdem einen Vater. Oh, Daniel, da bist du ja. Die Post von vorhin ist gekommen und hat deine neue Uhr geliefert. Der Pokénav war leider noch nicht dabei. Wenn du die Uhr einstellst, kann ich sie gleich in dein Zimmer aufhängen. Also, wie spät ist es? So, dann drehen wir einmal die Uhr. Oi, 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 oi. At morning. Nein, nein. Wir sind schon past morning, meine Damen und Herren. Und zwar ein ganzes Stück past morning. Also drehen wir die Uhr und drehen und drehen und drehen und... oh. Jetzt habe ich sie zu weit gedreht. So, ja, das stimmt. Wunderbärchen. Gut, dann wär's dann. Ich hänge sie auf und du gehst sicherlich jetzt Celicia besuchen. Celia. Celia. Wer auch immer Celia ist. Die Süßigkeitendose. Ach Gott. So, Neuweidendorf. Ihr seht auch einige grafische Neuerungen. Zum Beispiel, dass die Fenster wie in Gold und Silber hübsch beleuchtet sind. Und gucken wir doch einfach mal hoch. Ach, natürlich. Warum könnten dich wilde Pokémon angreifen? Gut, hier ist so eine Blume. So, und sie ist oben in ihrem Zimmer. Dann gucken wir uns das mal gleich hier an.
sehr, sehr freundlich. Ja, es geht um was Wichtiges, wie immer in Pokémon. Na dann, auf geht's. Dann hinaus. Und sofort zum Prof. Na dann, auf geht's. Ach, jetzt dürfen wir auf einmal raus. Ich dachte, es wäre gefährlich ohne wilde Pokémon. Es wäre gefährlich ohne wilde Pokémon. Ach, da ist er ja. Ah, hallo ihr beiden. Kommt doch bitte mit zu mir herunter. Ich will ja nichts sagen, aber es ist gefährlich ohne Pokémon. Das habt ihr doch gerade gesagt. Warum sind wir denn jetzt trotzdem auf der Route? Eine berechtigte Frage. Nun, ich finde, das ist ein schöner Ort, um ihm seinen neuen Partner vorzustellen. Neuen Partner? Ja, richtig. Ich möchte für jeden von euch ein erstes Pokémon geben. Na, dann gleich her mit. Sehr freundlich. Was? WTF, warum? Na gut, was darf ich denn auswählen? Darf ich denn auch gehen? Nein, ich will noch ein Pokémon. Cool. Also, Feuerriegel, natürlich. Hey ho. Ja, Flammi haben wir ja schon vergeben in Pokémon Schwarz. Pokémon X, meine Güte, bin ich durcheinander mit den ganzen Spielen mittlerweile. Also nennen wir es... Ey. Wir nennen es mal so. Foi, foi. So, sie hält Kanimani. Und das eine nimmt er für sich. Nun seid ihr offiziell Pokémon-Trainer. Yes! So können wir gleich loslegen. Huch, was geht denn ab? Hm, da ziehen aber viele dunkle Wolken auf. Das sieht nach Regen aus. Komm, wir gehen besser in mein Labor. So, mit eurem neuen Partner könnt ihr euch nun in das hohe Gras wagen und die wunderbare Welt der Pokémon erkunden. Da es eine Vielzahl an unterschiedlichen Pokémon in der Kyoto-Region gibt, möchte ich euch gerne mit ausrüsten. Ein Pokédex, sehr cool. Gut, dann mach mal und bring uns Sachen bei. Ja. Na super, was ist jetzt mit dem Regen? Bis nachher. Ja, die hat so eine coole Mütze auf. Gibst du mir was? Nö. Er gibt mir nichts. Nur nicht mal einen Trank. Und es regnet. Ja, komm. Und auf einmal hat es wieder aufgehört. Das hast du also alles erlebt. Ich freue mich, dass aus dir nun auch endlich ein Pokémon-Trainer wird. Du und dein Feuerriegel werdet sicherlich ein unschlagbares Team. Nein, Feufeu! Feufeu! Cool. So, und Pokénav haben wir noch im Nachhinein bekommen. Der Pokénavigator oder kurz Pokénav ist schon ein nützliches Gerät. Jetzt kannst du die Karte der Kyoto-Region sowie zusätzliche Informationen über deine Pokémon abrufen. Sehr, sehr cool. Dann rufen wir mal die Service-Nummer an. Cool. Meine Güte. Genau, mein Sohn vergisst mich nicht. Ich danke dir. Nun gut, dann wünsche ich dir viel Spaß auf deiner Reise. Und denk dran, Vati steht immer hinter dir. Das werde ich mir merken. Das werde ich mir merken. So. In seinem Labor waren wir ja auch schon. Ah ja. Wunderbärchen. Pokémon-Kampf. Oh Gott. Na dann.
gleich mal einen Kampf gegen meine Rivalin. Wie ihr seht, ist auch der Kampfhintergrund an die Tageszeit angepasst. Kanimani gegen Foifoi. So, wir werden nicht dumm sein. Und als erstes mal die Verteidigung senken. Und Kanimani ist auch nicht blöd. Und macht genau dasselbe. So, Tackle. Genau das sollte nicht passieren im ersten Kampf. Demütigung, meine Damen und Herren, Demütigung. Tackle. Wenn Kanimani jetzt angreifen sollte, verliere ich enorm viel KP. Der erste Tackle hätte halt nicht daneben gehen dürfen. Kratzer. Ja, ja. Ja, jetzt wird's knapp. Gleicher erster Kampf und es wird knapp. Und auch Sinelbeere von Kanimani füllte KP auf. Na super. Habe ich überhaupt noch eine reelle Chance? Ich denke nicht. Also ich glaube, ich verliere den Kampf, um ehrlich zu sein. Was sollte ich da denn machen? Warum musste auch der erste Tackle daneben gehen? Oh. Jo, falle ich jetzt in Ohnmacht? Wunderbar. Ich wollte schon immer in mein Bett. Ah, Wunderbärchen. Super. Haben wir gleich die Hälfte an Geld. Und eine Sinelbeere weniger. Kann ja gut losgehen hier, ne? Ach du Scheiße. Ja, wunderbar. Hallo. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also eigentlich bin ich relativ chancenlos jetzt, weil... Alter, das ist doch kacke. Das ist doch kacke. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann auch nicht trainieren, ne? Also der erste Kampf ist echt unfair. Vor allen Dingen, Kanimani hat einen Kratzer, einen Vorteil. Das muss man einfach mal so sagen, weil Kratzer hat einen Vorteil. Ja, es ist zum einen in der dritten Generation wesentlich stärker. Also 40 statt 35. Und was auch noch sehr unfair ist, Kratzer hat eine Genauigkeit von 100, während ihr bei meinem Tackle gesehen habt, der kann auch durchaus daneben gehen, ja. Und deswegen, ich kann nicht mit Rauchwolke oder sowas angreifen, sondern muss jetzt einfach drauf hoffen, dass Kanimani permanent Silberblick macht. Silberblick. Hä? Gut, ich habe gerade gedacht, what? So, jetzt. Kein Volltreffer. So, das hat ja auch Sinelbeere. Mann, ich muss den Kampf gewinnen, Leute. Das geht ja gar nicht. Jetzt mach's kalt! Was ein Glück! Ich hab grad gedacht, der Tackle geht für eine Hauf von einer Sekunde daneben, ey. So, und jetzt erlernt voll die erlösende Attacke. Rauchwolke. Super. Hätte ich nämlich vorher gebrauchen können. So. Celia ist besiegt. Spricht man dir überhaupt so aus? Celia. Meinetwegen. So, 300 Pro-Dollar haben wir von ihr rüber geklaut. Wow. Auch wenn ich verloren habe, muss ich sagen, dass der Kampf mit mir Spaß gemacht hat. Super. So, was gibt's jetzt? Sehr freundlich, dass er unsere Pokémon heilt. So. Also, neue Pokémon. Das heißt, gib mal die Popelle her. Wie hohes Gras. Okay. So, er zeigt uns auch direkt einen Pokémon-Kampf mit einem Radfratz. Kann ich das irgendwie beschleunigen? Ja, ich kann es ein bisschen beschleunigen. Also, er setzt Tackle ein. Mach nochmal Tackle.
Mich würde sehr interessieren, was passiert, wenn jetzt Radfratz Volltreffer landen würde. So, das macht nochmal Routenschlag. Wow. So, natürlich könnte man nicht zurückrufen. Evoli, komm zurück! Radfratz setzt Routenschlag ein. Professor Kastans Verteidigung sinkt. Nein. Wir haben natürlich einen Pokéball. So, dann fang's mal ein. Perfekto. Radfratz wurde gefangen. So geht das. Habt ihr alles verstanden? Ich erkläre auch noch einmal die Schritte beim Fangen von Pokémon. Also, wenn ihr ein Pokémon fangt... Oh, meine Güte, der Plot ist ganz schön lang, ne? Gut, wir sollten mal vielleicht die Optionen, die Textgeschwindigkeit ein bisschen höher stellen, damit das hier mal mit den ganzen Textboxen ein Ende hat, weil, boah, wir kommen ja kaum voran. Wir waren doch gerade mal in Neuweidendorf. Immerhin haben wir schon mal Pokebälle bekommen, also kann ich jetzt Professor Kastan auch einfangen, wenn ich Routenschlag eingesetzt habe. Nein. So. Wo geht denn der hin? Achso. Da geht's schon wieder zur nächsten Stadt. So, machen wir mal Optionen. Kampfstil. Wunderbar. So, Rahmen machen wir mal den. So, die Option hat es übernommen. Pokémon sind genau geheilt. Wow, wir gehen einen Schritt im Gras und finden prompt unser erstes Pokémon. Hut, Hut. Level 4. Was mir jetzt auch nicht unbedingt gefällt. So, Hutut macht Heuler, dann mache ich Silberblick. So, Hutut macht wieder Heuler und ich greife jetzt endlich mal wieder an. Ansonsten kommen wir hier nicht voran. Komm, mach das Hutut kalt. Machst du den BSG-Status, komm. Perfekt. Der BSG-Status ist eingetreten. Level 7. Yay, wer braucht schon Verteidigung? Nicht doch, Trank. Als hätte den Professor Kastan nicht gesehen. Hm, da ist ein Trank. Nee, den hebe ich jetzt nicht auf. Die müssen auch lernen, Tränken aufzuheben. Heieiei. So. Ah, der Weg ist noch feucht vom Regen. Ja. Jupp, dann pflügen wir mal die Sinelbeeren. So, was kriege ich von dir? So, haben wir immerhin schon mal ein paar Sinelbeeren. Ein Zickzacks. Zickzack. So. Flucht. So, was gibt's hier? Hierher. Okay, beginnen wir mit dem Rundführung. Wunderbar. Hallo, Pokémon Center. Ah ja, und schon gehen wir hier rein. Sieht echt nice aus übrigens, das Pokémon Center. Was wäre jetzt passiert, wenn ich Nein gedrückt hätte? Egal. Shanaira kümmert sich um den PC. Wunderbärchen. Ja, das mit dem Lagerungssystem wissen wir auch schon. Meine Güte, es ist sehr viel Plot, aber egal. Meine Güte, der füllt uns ja überall rum. Ach Gott. War das denn nicht genug? Immerhin ist der Supermarkt nah. Ja,
Ja, endlich hat es mal auch einen gesehen, dass er genug geredet hat. Ich wollte gerade sagen, kannst du mal nicht deine Klappe halten. Schlichterfelde, meine Güte. Sehr deutsche Namen übrigens für die Städte, aber es ist ja auch ein deutscher Pokémon-Modifikation, von daher ist es auch gerechtfertigt. So. Yay! Jetzt habe ich den Professor. Und Celia. So, und weg ist er. So. Was geht denn ab? Aber wieso auf einmal so plötzlich? Ich bin schon länger nicht mehr glücklich, Vater. Nun ist einfach der Moment gekommen, an dem ich eine Entscheidung getroffen habe. Bitte geh nicht, du kannst uns nicht einfach so verlassen. Wie willst du denn auf der Straße mit nichts überleben? Mach dir bitte keine Sorgen, Mutter. Ich werde Arbeit suchen, aber weit weg von hier. Was redest du da? Dein Platz ist hier. Überhaupt würdest du gar nichts finden. Mein Entschluss steht fest. Ich werde es all zeigen. Lebt wohl. Soran! Wer ist Soran? Meine Güte, wie viele Blumen. Ah, neben den ganzen Blumen gibt es auch noch einen Heilpuder. Meine Güte, da wird man ja voll kirre, wenn man den ganzen Blumen zusieht. Oder? Familie freudig. Ha. Gehen da ab. Hallö. Oh, das geht mich aber wohl nichts an. Ich war so überrascht, einen Tumult gerade zu erleben. Ja, ich natürlich. Meine Güte. Ja, du hast meine Zeit verschwendet. Jetzt geh. Sehr gut erkannt. So, kann ich denn jetzt endlich mal shoppen? Shopping. So, und von den zwei Sachen kommen unsere Popal. Wunderbärchen. Das reicht dann auch. Sale. Seit wann gibt's denn da einen Sale? Was gibt's hier so in den Häuschen? Das Wesen beeinflusst, welcher Status wer sich am besten ausprägt. Aber ich denke, es gibt auch Wesen, die neutral sind. Alles sehr informativ. Na, alte Oma, was geht so? Alles sehr liebevoll gemacht. So, Route 2. Was gibt's hier? Deine Pokémon sind hoffentlich fit genug. Ja, vielleicht. Vielleicht gehe ich ins hohe Gras und fange mir ein Pokémon. Ich will ja nichts sagen, aber hast du nicht eine bisschen ultraweite Sichtweite? Ich hab den Röntgenblick. Jetzt musst du gegen mein Zickzacks Level 6 antreten. So, Rauchwolke. Genauigkeit von Zickzack sinkt. So, gleich mal geht der Rutenschlag daneben. So, wir machen eine zweite Rauchwolke. Und danach machen wir Silberblick. So. Danach können wir auch mal angreifen. Wird ja auch mal Zeit, ne? So, ach, jetzt hat's Heule eingesetzt. Gut, dann machen wir nochmal Silberblick. Warum triffst du mit deinen ganzen Attacken? Das kann ja gar nicht wahr sein. Ich habe doch deine Genauigkeit gesenkt, Tackle. Die KI ist nicht so dumm, muss man schon sagen. Alter, was geht denn? Besiegt Zickzacks, voll voll, machen Volltreffer. Nein! Nein!
Brenzlig. Kling, Level 8. Ich glaube sogar Verteidigung dazu. Und zwar genau Level 8. Na dann, alles klar. Alter, ich gehe einen Schritt ins Gras und es kommt sofort ein Pokémon. Level 6. Warum? Alter. Das Radfahrt war mal übel stark, aber ich konnte es jetzt nicht herausfordern, um ganz ehrlich zu sein. Das wäre doch ein bisschen brenzlig geworden. Ich gehe mal am besten ins Pokémon Center. Komm, Level 4 oder so. Ja, gut. Wir fangen jetzt einfach mal ein zweites Pokémon, damit wir ein zweites Pokémon bei uns haben, falls irgendwas passieren sollte. So, das sollte vollkommen reichen. Das ist doch ein bisschen sehr brenzlig, mit nur einem Pokémon unterwegs zu sein. Wir machen jetzt das erstmal hier im Radfahrzeug im Team haben. Level 6 wäre zwar toll gewesen, aber es war mir dann doch ein bisschen zu brenzlig, irgendwie mit 9 KP gegen dieses Radfahrzeug zu kämpfen. Und so haben wir eben dieses hier gefangen. Möchtest du Radfahrz einen Spitznamen geben? Nö. So, Radfahrz ist direkt im Team. Aber wir müssen erstmal schnell zu Schwester Joy zurück. Wunderschöner Ort übrigens. Wie sich schon Naira einfach immer wegdreht, so geil. Übrigens habe ich noch gar nicht die Karte angeschaut. Können wir ja nachholen. Okay, ja, ne. Also, relativ viel zu erkunden. Und, ja. Interessant, dass man... Kann man überall schon hin? Frostlautern. Ich will ja nichts sagen, aber... ist ganz in meiner Nähe, ne? Frostlautern. Oh, meine Güte. So, gehen wir noch ein bisschen ins hohe Gras. Route 2. Nein. Warum ist denn der Weg blockiert? Jetzt muss ich durchs Gras tatsächlich. Nun gut. Mirabla. Level 3. Kann das Absorber? Komm, kann Absorber, bitte. Wunderbar. Vielleicht gar nicht mal so schlecht gegen unser gegen unsere Rivalin und Duflor mal zu trainieren. Dann werfe ich mal einen Pokéball, ne? Komm, bleib drin. 1, 2. Bim! Nö! Wie kannst du mir das antun, Mirabla? So, dann machen wir halt nochmal Tackle. So. Jetzt dauert der Kampf noch länger an, als er eh schon angedauert hat. Na komm, jetzt Beutel und Pokéball. Komm, bleib drin. 1, 2, 3 und BIM! Geht doch! So, gucken wir uns den Pokédex-Eintrag an. Nee, gucken wir nicht. Ich glaube, das ist nämlich genau derselbe wie in Pokémon. Ach, jetzt habe ich Mirabla gar keinen Spitznamen gegeben. Egal. Lassen wir das jetzt einfach mal so. Mirabla werden wir sicherlich noch trainieren. So, wo ist die Sinelbeere? So. Dann rennen wir erstmal hier ins sichere Gras, meine Damen und Herren. Und ich denke, meine Güte, es war zwar sehr viel Plot, aber... Pokémon Koltan, vielleicht für euch oder für den einen oder anderen relativ interessant. Hinterlasst eine positive Bewertung und schreibt mir in die Kommentare rein, wie ihr das Spiel fandet. Facebook-Seite und dergleichen ist verlinkt. Und wenn ihr jetzt ganz neu für das nächste Let's Play Highlight abstimmen wollt, müsst ihr auf mein Forum gehen. Der Link dazu ist ebenfalls in der Beschreibung. Ganz wichtig auch hierzu zu sagen ist, dass eine Registrierung für den Vorgang zur Abstimmung nicht notwendig ist. Also ihr könntet normalerweise ohne oder mit Registrierung abstimmen, wie ihr da das möchtet. Ja, also ich würde es gerne... begrüßen, dass ihr zahlreich im Forum abstimmt, weil das Let's Play Highlight für diese Woche doch relativ schwach abgestimmt worden ist. Deswegen weise ich nochmal unten
In der Beschreibung steht der Link zum Forum. Anklicken, Forum gucken. Und da steht auch ganz dick als Kategorie Let's Play Highlight. Da abstimmen und schon seht ihr das nächste Let's Play Highlight auf meinem Kanal am nächsten Sonntag. Und in diesem Sinne ist das Let's Play Highlight nach 30 Minuten zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis dann, Servus und Ciao. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für das Zusehen bei diesem Let's Play Highlight. Hier sind nochmal die 9 zuletzt aufgenommenen Let's Play Highlights im Komplettüberblick. Wenn ihr ein Let's Play Highlight nochmal sehen wollt, einfach das jeweilige Symbol anklicken oder unten in die Beschreibung reinschauen. Da sind alle Let's Play Highlights nochmal in einer Playlist zusammengefasst. Vielen Dank fürs Zusehen, liken und favorisieren nicht vergessen. Und ganz wichtig, für das nächste Let's Play Highlight auch voten. Dazu müsst ihr ins Forum von mir. Es ist keine Registrierung dafür notwendig. Einfach den jeweiligen Link unten in der Beschreibung anklicken. Viel Spaß auch beim nächsten Let's Play Highlight mit mir.